Lauter bitte! Ich sagte Deutschland! Oh, yeah. Mein! Yeah. Wollen wir mal Klartext sprechen? Yeah. Wollen wir Klartext sprechen? Yeah. Wollen wir Klartext sprechen? Yeah. Hitler war ein Österreicher! Yeah. Das muss erstmal gesagt werden. Wir haben ein Land namens Deutschland. Und wisst ihr was, Leute? Ihr seid alle gefangen zurzeit. Ihr seid alle gefangen. In eurem eigenen Land ist die Meinungsfreiheit am Sterben. Die Meinungsfreiheit in Deutschland stirbt. Und wäre mein Vater heute noch hier, dann würde ich ihm die Frage stellen, sind wir eigentlich nach Deutschland gekommen, weil wir vor einem Diktator geflohen sind und in Freiheit leben wollten, oder nicht? Und heute ist die Lage fast schon so, fast schon, weil es ist kurz vor 12, da könnte ich meinem Vater sagen, hör mal, mittlerweile ist es ja fast im Kongo angenehmer als in Deutschland. Und das hat was zu bedeuten. Wir werden Klartext sprechen, dafür bin ich hier hingekommen. Dafür bin ich fast 3 Stunden gefahren, um Klartext zu sprechen. Mit euch. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Warum ich Frauen und Kinder zu Hause gelassen habe. Warum ich auf Quality Time mit der Familie verzichte. Um meinen deutschen Brüdern und Schwestern beiseite zu stellen. Wir haben ein ganz großes Problem da draußen. Wir haben ein echtes Problem. Verdammt nochmal, da ist ein Schwarzer, der redet. Alter Schwede. Das passt doch gar nicht. Also, Antifaschismus und da steht ein Schwarzer, der redet. Wie geht das denn? Dann haben wir eine Kirche, die 20 Minuten lang hier Palaver gemacht hat ohne Ende. Was doch eigentlich heißt, der Glaube ist für uns alle. Dann haben wir dort eine SPD, also ganz ehrlich, Scheiße, Frau Nahles, geben Sie Ihren Job auf. Wir haben eine Flagge einer SPD bei einer Kundgebung, wo steht, bewegt was. Was hat eine soziale Partei hier zu suchen? Was hat eine soziale Partei hier zu suchen, ihr Heuchler? Seid ihr es nicht, die den Menschen jahrelang Lügen aufgetischt haben? Wir wollen in Deutschland sozial sein. Hey, die Arbeiterpartei, wir kümmern uns um euch. Kommt zu uns, Rattenfinger. Kommt zu uns. Wenn ihr zu uns kommt, wir sorgen dafür, dass ihr alle Arbeit habt. Dass es Deutschland besser geht. Und die Menschen haben es geglaubt. Wir haben es alle geglaubt, ich habe es auch geglaubt. Wir haben geglaubt, dass die SPD die Scheiße, die die CDU macht, gerade biegen kann. Ist es nicht so? Ja! Wir haben alle die Scheiße geglaubt. Weil noch schlimmer ist die SPD, ist ja die CDU. Eine Schande, eine Partei, die sich christlich nennt. Wie könnt ihr mein Vater im Himmel dieses antun? Ihr nennt euch christlich? Okay, Frau Merkel. Ich erzähle Ihnen mal, was christlich ist, Frau Merkel. Und ich hoffe, Sie bekommen das zu sehen. Ich hoffe, der Verfassungsschutz wird dieses Video auseinandernehmen und sich mal mit dem Schwappen auseinandersetzen. Ich hoffe, eure verfickten Geheimdienste werden sich fragen, wo kommt denn der Typ her? Können wir denn nicht zurückschicken nach Kongo? Frau Merkel, Sie kommen von einer religiösen Familie, Frau Merkel. Sie wurden gut erzogen. Ihr Vater hatte einen Job. Sie mussten sich nie Gedanken darüber machen, Frau Merkel, ob Sie was im Kühlschrank haben oder nicht. Frau Merkel, wenn Sie mal spazieren gegangen sind zu Ihrer Zeit, da
gab es die Thematik Gewalt auf den Straßen gar nicht so wie heute. Sie hatten eine Top-Kindheit, Frau Merkel. Sie hatten eine Top-Jugend, Frau Merkel. Und dann haben Sie den Helmut Kohl kennengelernt. Sie haben den Kohl kennengelernt. Man sollte nicht über Tote sprechen, Gott möge ihm gnädig sein. Aber für mich, Frau Merkel, sieht Ihre Karriere fast schon so aus, als hätten Sie sich hochgeschlafen. Oh, hätte ich das nicht sagen dürfen. Ich erkläre Ihnen warum. Weil manche meinen ja, Hochschlafen ist ja nur Sex. Nein, es gibt auch Hochschlafen auf psychologischer Ebene. Der alte Mann hat Ihnen alles beigebracht. Alle Tricks, die Sie kennen mussten, hat er Ihnen beigebracht. Jawohl. Deshalb heißt es auch Kohls Mädchen. Jetzt komme ich zum Punkt, Frau Merkel. Sie haben in Ihrem Leben wie oft die Bibel nicht in der Hand gehalten? Wie oft hat Ihr Vater nicht aus der Bibel gelesen? Und es gibt einen Satz, der für uns alle gilt. Auch für die da draußen, die es nicht verstehen, die gilt für uns alle. Tu keinem an, was du nicht möchtest, dass ein anderer dir antut. Und für die Heuchler von Politiker draußen, die anscheinend kein Glauben oder Bibel kennen, heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieses Recht lasse ich mir nicht von euch Politiker geben. Die hat mir mein Vater gegeben. Ich diene euch nicht. Ich diene meinem Schöpfer. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Wenn die Würde des Menschen unantastbar ist, bedeutet das auch, derjenige, der die Würde des anderen antastet, muss bestraft werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. In dem Moment, wo meine Freunde, meine Frau, deren Kinder sich nicht mehr trauen, auf offener Straße zu einer bestimmten Uhrzeit, dann ist ihre Würde bereits angetastet. Was machen wir denn damit? Mit gesundem Menschenverstand. Also, was mache ich? Wenn meine Würde als Menschen von jemand anderem angetastet worden ist, was mache ich denn als Demokrat? Was mache ich denn als der Mensch, der gegen Aggressivität ist, Gewalt, Hetze und Spaltung? Was bleibt mir dann wirklich übrig? Und das wollen wir zusammen auseinandernehmen. Der Deutsche geht hin und ruft bei der Polizei an. Mir wurde Leid angetan. Die deutsche Frau nimmt ihren Mann zur Seite, geht zur Polizei und sagt, wir müssen eine Anzeige stellen. Warum? Man hat euch so erzogen, das Gesetz zu respektieren. Das ist Deutschland! Das ist der Deutsche von heute. Gesetz zu respektieren. Wir gehen nicht hin und hauen einander die Köpfe ein. Dafür ist die Polizei da. Und wenn uns keiner Recht geben kann, dann kommt es zu einer Anzeige und dann ist die Staatsanwaltschaft mit dabei, um Recht und Ordnung zu sprechen. Stimmt das? Ja. Leute, es ist zu leise. Stimmt das? Ja. Nein, es stimmt nicht. Nicht mehr heute. Nicht mehr 2018. Heute stimmt nichts davon. Die Polizei ist mehr damit beschäftigt, Katz und Maus zu spielen mit Clanstrukturen, die in Deutschland immer mächtiger werden. Die Polizei ist mehr damit beschäftigt, Leute, die wir als Gäste aufgenommen haben, davon abzuhalten, für Spaltung und Hass und Gewalt in unserer Gesellschaft zu schüren. Bravo. Die Polizei ist mehr damit beschäftigt, nicht den deutschen Bürger zu schützen, sondern die eigentlich hier hingekommen sind, weil sie Schutzbedürftige sind, davon abzuhalten, in diesem Land
und Scheiße zu bauen. Genau so ist es. Die Polizei kann also ihrer Aufgabe nicht nachkommen. Aber noch viel schlimmer. Verdammt nochmal, die Jungs tun mir richtig leid. Die Polizei tut mir richtig leid. Die müssen sich mit dem auseinandersetzen. Fast ein Kindergarten. Damit müssen die sich auseinandersetzen. Die müssen darauf achten, dass 50 Mann, die hier stehen, nicht überrannt werden, weil sie einfach nur ihre Meinung sagen wollen. Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal wirklich, ich schaue euch in den Augen. Wer dabei noch ruhig schlafen kann, der hat nichts von der Geschichte gelernt. Wie kann es sein, dass wenn die Polizei nicht dastehen würde, dass morgen in der Zeitung stehen würde, 26 schwer verletzte, 3 Tote in Deutschland. Wer das nicht versteht, dass wir im Grunde bürgerkriegsähnliche Zustände live hier erleben, das ist die Realität, Leute. Schaut euch das an. Schaut euch diese Menschen an. Und jetzt kommt das Allerschlimmste. Was mir wirklich Sorgen macht. Ich sage euch, wovor der schwarze Mann Angst hat. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich sage euch, wovor der schwarze Mann wirklich Angst hat. Und das wird einige Erinnerungen bei euch alle erwecken. Das ist leider ein trauriges Kapitel dieses Landes, wofür wir alle, wie wir hier stehen, nichts gönnen. Weil wir alle nach 45 geboren sind, zum großen Teil. Und die, die nach 45 geboren wurden, haben sowieso mit all dem nichts zu tun. Aber ich sage euch wirklich aus dem Herzen, wovor ich wirklich Angst habe. Wenn du einen Gegner hast, der noch nicht mal zum Dialog bereit ist, dann ist Krieg! Wenn du einen Gegner hast, der dir nicht mehr zuhören will, dann wird niemals eine Beziehung entstehen. Und wisst ihr, was so traurig ist? Wie ignorant kann ein Mensch sein? Wie ignorant kann man sein? Ich verstehe das nicht. Ich bin auf dem Weg hier hingekommen. Auf dem Weg hier, Entschuldigung. Habe ich euch etwas mitgebracht. Und das könnt ihr alle mit nach Hause nehmen. Es kostet kein Geld. Leute, ihr seid an der Front. Ihr seid jetzt an der Front. Und wir arbeiten jede Woche daran, bundesweit. Dresden, Rostock, Hamburg, Frankfurt, Köln, Essen, München, egal wo, entstehen Gruppen, Menschen, die für Freiheit, Demokratie demonstrieren gehen. Ihr seid an der Front, ihr seid so verdammt wichtig für Deutschland. Das ist euch gar nicht klar, Leute. Nein, es ist euch nicht klar. Und ich sage euch, warum euch das nicht klar ist. Ich sage euch, warum euch das noch nicht klar ist. Aber gleich wird es euch klar. Ihr seid so wichtig. Für alle da draußen, die Angst haben, sich nicht trauen, auf die Straße zu gehen wie ihr. Mütter in Angst. Wir reden auch von Eltern mit Opfern. Es gibt Deutsche da draußen, die haben Opfer bringen müssen. Ob die Frau, die Mutter, der Onkel, egal, sinnlose Gewalt. Jugendliche, die einander kaputt treten auf offener Straße. Ihr seid so wichtig. Warum? Ihr seid die Lichtgestalten. Ihr seid die Lichtgestalten. Jeder einzelne von euch. Und ich komme hierhin, um euch den Mut zu geben. Ich komme hierhin, um euch die Power zu geben, die fehlt. Von oben gesendet runter verteile ich es an jeden einzelnen von euch. Damit ihr eine Sache versteht.
meine Heimat ist bereits verloren. Der Kongo ist bereits verloren. Multinationale, kleine Kinder, die Löcher kriechen, um den Koltan rauszuziehen, womit unsere iPhones gebaut werden. Blutdiamanten. Jede Demonstration wird gewalttätig mit echten Kugeln niedergeschlagen. Wir sind bei dir! Wir sind daher ist es so wichtig, dass wir nicht die Augen verschließen. Ich habe Kinder auf den Straßen sterben sehen. Und ich konnte nichts tun. Da hätte doch Geld nicht mehr geholfen. Und du siehst auf dieser Straße, wo ein Kind stirbt, Politiker mit dicken, richtig fetten Jeeps durch die Gegend fahren und tun so, als wenn es nicht da ist. Der Kongo ist bereits verloren, aber ich möchte nicht meine zweite Heimat verlieren. Ich möchte nicht Deutschland verlieren. Ich habe Kinder hier und die wissen nicht, wo Papa gerade ist. Die werden es irgendwann mal über Facebook verfolgen können, was ich tue. Und ich habe euch versprochen, ich habe euch etwas mitgebracht. Meine Tränen sind echt, das sind Tränen des Schmerzes, den ich jeden einzelnen von euch ersparen möchte. Und wenn ich sage, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann erzähle ich diesen Ratten da draußen, das gilt für jeden, der in Deutschland lebt. Also auch die Migranten und Flüchtlinge, die unter uns sind. Das gilt für alle, solange sie eins beachten. Die Gesetze dieses Landes, die Kultur dieses Landes, die Identität dieses Landes. Und jetzt gebe ich euch Energie vom Allerfeinsten. Ich gebe euch Energie vom Allerfeinsten. Einige von euch haben diesen Spruch schon mal gehört, aber der wird tief ins Herz gehen. Seid ihr bereit? Ja! Meint, seid ihr bereit? Ja! Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht! Das ist, was ich euch mitgebe. Fürchtet euch nicht. Denn aus Angst wird Hass, aus Hass wird Spaltung, aus Spaltung wird Krieg. Und das ist, was ich euch mitgeben möchte. Fürchtet euch nicht. Klopft an der Tür eures Nachbarn. Ermutigt ihn mitzukommen. Fragt Mutter, Onkel, Tante, die mögen mitkommen. 2018 ist ein so wichtiges Jahr für Deutschland. Und wenn wir in die Knie gehen, wird der Job, den wir hier machen müssen, kein anderer von uns tun. Danke vielmals, Mainz! Danke.